Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Meine Bestellung von Mindfactory ist eigentlich gekommen, was jetzt in dem PC gleich gebaut wird. Mal gucken, vielleicht nehme ich es auch auf. Zusätzlich habe ich mir aus der Apotheke geholt 100 Milliliter. Kann man jetzt sehen. Vielleicht so, vielleicht ein bisschen besser. 70% Alkohol, das ist zum Reinigen vom CPU. Mein PC Mana 2 sagt, brauche ich eigentlich nicht, weil der noch relativ neu ist. Und eigentlich dürfte die Paste noch nicht hart sein, also die Wärmeleitpaste dürfte noch nicht hart sein. Man könnte ich einfach so runter machen. Aber ich habe sicherheitshalber auch für das Video, dass ihr das mal seht, geholt. Ich habe hier auch schon Schraubenzieher vorbereitet und so. Muss mir gleich noch ein kleines Schüsselchen holen, wo die Schrauben dann reinkommen. Wird ein bisschen mehr, was wir heute machen wollen. Schon wieder oben angeklebt. Werdet mal so machen. Macht sich vielleicht so ein bisschen besser. So, das da runter. So, dann habe ich mir einmal noch mal die RGB-Leuchten bestellt. Die sind jetzt für links und rechts. Also oben unten habe ich ja schon. Die sind jetzt für links, rechts. Dann brummig, was? Hallo, frisch. Die habe ich nicht bestellt. Irgendwie. Outfittely.de, 20 Euro. Wer weiß, wofür Dude ist. Vielleicht kann das meine Frau hier brauchen. Dann habe ich einmal Wärmeleitpaste bestellt. Auf dem Kraken ist, also auf dem Wasserding, ist ja schon Wärmeleitpaste drauf. Ich weiß aber nicht, welche drauf ist. Und weil ich gute wollte, habe ich lieber, oder falls ich halt die nicht nutzen kann, weil ich verwackelt habe und nochmal neu ansetzen muss, habe ich mir vorbestellt. Dann haben wir einmal, nee, zweimal von der gleichen Firma, wo die RGB-Stripes herkommen von Pantex, haben wir hier RGB. Wo haben wir denn? Das sind die 140er, glaube ich, oder? Das müssten die 140er sein. Steht nirgendwo drauf. Aber sollten die 140er sein. Das ist jetzt Plastik. Das gibt es auch aus Metall. Aber Metall war, das hab, dafür habe ich jetzt bezahlt 9 Euro noch was. Und Metall würde 29 noch was kosten. Und wer sieht das schon, wenn es oben ran gemacht ist? Ja, deswegen ist das eigentlich. Und deswegen habe ich die jetzt geholt. 2x140er für oben. Zeige ich euch gleich noch. Dann einmal, ach siehst du, das ist der 120er. Aber wäre schon schön, wenn das mal auf der Verpackung draufstehen würde. Das ist der 120er. Der für hinten. Ah, hier haben wir dann. Weil dafür zahle ich 30 Euro? Und da ist nur eins drinne? Also das geht zurück. Also das geht definitiv zurück. Das wollte ich eigentlich für hier oben haben. Weil ich habe ja das obere abgenommen. Und da waren eigentlich zwei abgebildet. Ist aber nur eins. Und jetzt soll ja eigentlich hier oben ruf. Aber da ist ja noch die Hälfte frei. Jawohl. Wenn ich das jetzt so ruf mache, dann ist es in der Mitte geschützt, wo die Lüfter sind. Das ist ja die Hauptsache und die großen Schlitze. Aber das hätte ruhig noch ein paar Zentimeter mehr sein können, dass das hier wirklich auch komplett drin passt. Naja, mal gucken. Entweder tausche ich das um oder und hole mir eine Nummer größer, breiter. Oder, naja. Hä? Pur wegen 3, ja, für hinten der 120er.
Und ein Purwing 3. Und nochmal ein Purwing 3? Habe ich doch gar nicht bestellt. Ich habe doch nur zweimal einbestellt. Da müssen wir jetzt gleich mal direkt nochmal nachgucken. Ich bin sicher, ich habe nur einmal bestellt. Na, wenn nicht, dann muss ich das zurückschicken, weil ich brauche keine zweimal. Ich habe vorne zwei Dreier, oben ein Dreier. Ich brauche nur einen Dreier. Meine Bestellungen anzeigen. So, Details anzeigen. Einmal. Ah, scheiße, ja. Da ist der Fehler drin. Da habe ich zwei bestellt anstatt ein. Ne, das ist das Richtige. Wartet. Ne, das ist der 120er. Doch, ich habe 240er drin und dadurch 17 Euro zu viel bezahlt. Brauche ich nicht. Also da muss ich dann mal gucken, dass ich da vielleicht zurückschicke, weil ich brauche keine Zweier, ich brauche einen. Oh, der hat so ja 2200 hinten und der vor oben, die haben, ich habe auch PWM, also steuerbar. Und die Dreier, die sind einfach total leise und ich werde auch, ja, hier ist die Wasserkühlung. Da habe ich mir die von Kraken geholt. Also hier die Kraken X 62, das ist, ich habe die 280er Version. Dadurch werde ich einen Käfig vorne rausnehmen müssen. Also für Laufwerk und so. Aber ich finde das mit dem Licht toll. Die Lüfter werde ich nicht nehmen. Die habe ich dann über. Ich habe vorne meine Purwing 3 drin, die sind leise, die werden auch weiterhin drinne bleiben. Und dann, ja, werden die verbaut. Jetzt werde ich mir erstmal meine ganzen Einzelteile holen und gucken, wie ich das jetzt hier alles vorankomme. Meine Schalen holen. Und dann muss ich den hier aufschrauben, mich erstmal noch erden und dann geht das los. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehmen werde. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich bin dann mal weg. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.